Einen wunderschönen guten Tag. Wir als Pillager Outpost zeigen dir heute, was du alles über das neue Archäologie-Update in der neuen 1.20 Minecraft-Version wissen musst. Ich zeige dir heute auch die einzelnen Crafting-Rezepte und wir fangen mal an mit dem Brush, also dem Pinsel. Hier zu sehen machst du den Pinsel mit 2 Stöcken und 3 Fäden. Das können wir auch gleich mal ausprobieren, denn Pinsel werden wir nämlich immer brauchen, wenn wir Dinge ausgraben wollen. Das Ganze schmeißen wir mal in die Werkbank und ordnen es genauso an, wie eben gezeigt. Den Pinsel werdet ihr brauchen, denn das ist das wichtige Element, mit dem ihr Dinge ausgraben könnt. Machen wir mal weiter mit dem neuen Gegenstand, dem Krug. Der Krug kann auch einfach mit Ziegelsteinen hergestellt werden, aber wenn man eine schöne Verzierung möchte für diesen, muss man natürlich über die Archäologie und auch dann über den Pinsel die verschiedenen Scherben ausgraben. Könnt ihr ihn auch folgendermaßen craften, wenn ihr beim Topf einfach oben in der Mitte das Fältchen auch noch ausfüllt. So erhaltet ihr einen ganz normalen Krug ohne Bilder. Bei den Töpferscherben, die ihr über die Archäologie finden könnt, sieht das Crafting-Rezept immer ein bisschen anders aus, je nachdem, was ihr haben wollt. Es gibt davon 4 an der Zahl, eine mit einem Bogen drauf, eine mit einem Skelettkopf, eine mit einer Person, also einem Spieler drauf und eine Scherbenart bildet noch einen Diamanten ab. Je nachdem, auf welcher Seite ihr das Bild dann haben möchtet, müsst ihr das auch dementsprechend in die Werkbank packen. So steht das untere Fältchen für die vordere Seite, die seitlichen natürlich für links und rechts und das obere Fältchen steht für die Rückseite. Wir machen das jetzt hier einfach mal und packen mal den Mannequin nach vorne. Dann ziehen wir das Ganze mal über die Werkbank und wir sehen schon, dass das Mannequin beim Platzieren auch tatsächlich vorne ist. Ihr könnt damit also verschiedene Krüge herstellen. Ihr könntet entweder ein Bildchen machen oder 2 oder 3. Die Varianten sind dann auf den Seiten halt je nachdem verschieden. Ihr könnt das Ganze durchmischen, ihr könnt die Seiten freilassen. Zu craften geht alles, also dort sind euch keine Grenzen gesetzt. Doch wie kommt man jetzt mit dem Pinsel an diese verschiedenen Scherben dran? Ganz einfach, dafür wurde eine neue Sandart hinzugefügt, die sich seltsamer Sand nennt. Dieser seltsame Sand unterscheidet sich nur minimal oder sehr wenig in der Textur von dem normalen Sand. Zum Beispiel hier in der Kiste erkennt man jetzt nicht direkt den Unterschied. Hier in freier Wildbahn erkennt man aber sehr schnell, dass es doch einen gut erkennbaren Unterschied gibt. Zudem ist der seltsame Sand auch deutlich zerbrechlicher als der normale Sand. Wenn man unter diesem nämlich abbaut, geht er direkt kaputt. Das tut der normale Sand nicht, daher schon mal einen kleinen Unterschied. Also Vorsicht walten lassen, wenn ihr mit dem Sand rumhantiert. Wenn wir nun den Pinsel benutzen, um an dem Sand rumzuhantieren, dann merken wir schnell, dass wir quasi damit den Sand bearbeiten können. Normalerweise sollte sich jetzt ein Gegenstand dort rausschieben. Da diese aber im Kreativmodus gesetzt wurden, geht das nicht. Man muss tatsächlich die Sandblöcke in freier Wildbahn finden, damit das Ganze funktioniert. So, hier nochmal ein kleines Beispiel, wie das Ganze aussehen könnte, wo man dann den Unterschied festmachen kann, wenn das Ganze auf dem Boden platziert ist. Das wurde natürlich von mir gesetzt, deswegen werdet ihr das so auch nicht im Spiel finden können. Aber jetzt kommen wir mal zu den Punkten, wo man das Ganze finden kann. So, hier mal angekommen im neuen Setting, wurde uns das Ganze so folgendermaßen vorgestellt. Und zwar haben wir einmal Bilder bekommen, die einmal die Krüge an einem Villagerhaus abbilden und einmal an einem Brunnen. Grundsätzlich können wir sagen, dass wir auf jeden Fall 2 Fundorte haben für diese Scherben und noch andere Gegenstände, die wir gleich sehen. Und zwar, grundsätzlich könnt ihr das Ganze im Brunnen finden, den seltsamen Sand, was wir auch gleich mal machen werden, oder einmal in Wüstentempeln. Dort gibt es nämlich jetzt einen neuen geheimen Raum. Hinten im Wüstentempel ist eine kleine Treppe. Diese ist mit Sand bedeckt, das müsst ihr freischaufeln, aber passt auf den seltsamen Sand. Der befindet sich nämlich in diesem Raum. Jetzt einmal kurz die Dinge, die wir bereits gefunden haben. Also sind es vermutlich auch noch nicht alle, sondern es werden noch ein paar Sachen dazukommen. Das sind einfach mal die Sachen, die wir gefunden haben. Das sind einmal die Scherben, TNT, Gunpowder, Emeralds und natürlich Diamanten. Es kommen tatsächlich sehr viele Diamanten raus, also es lohnt sich auf jeden Fall, da auch immer nochmal vorbeizuschauen. Jetzt aber mal genug Theorie und wir machen jetzt einfach mal hier an diesem Brunnen den Praxistest. Und schauen wir mal, was wir so bekommen können. Hier gut zu sehen, wir haben 3-mal seltsamen Sand abgebaut und auch 3 Sachen bekommen. Einmal die Emeralds, eine Scherbe und eine seltsame Suppe. Das ist auch neu für uns, aber wir hängen sie direkt mal an die Wand. Wie gesagt, sind wahrscheinlich auch noch weitere Items zu finden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das alle waren oder ob man noch welche finden kann. Und jetzt kommen wir nochmal abschließend zu unserem spekulativen Teil der ganzen Sache. Das Ganze ist noch nicht ganz rund und fertig und der Sinn erschließt sich auch noch nicht so ganz aus der ganzen Sache.
Sache der Archäologie. Außer dass es nette, schöne Töpfe sind, haben wir jetzt noch keine richtige Funktion, da diese noch gar nicht bekannt ist. Auf jeden Fall soll noch eine weitere Funktion kommen, die auf Social Media dann veröffentlicht wird. Da die Version 1.20 erst im Sommer rauskommt, können wir natürlich jetzt nur abwarten und ein bisschen spekulieren. Auf dem einen Bild, was uns schon mitgeteilt wurde als Artwork, konnte man aber zum Beispiel schon Keys erkennen, den man auch mit dem Pinsel bearbeiten kann. Und dementsprechend könnte man vermuten, dass andere neue Ausgrabungsorte dazukommen, wo man diesen dann abbauen kann. Und man kann auf dem einen Artwork auch einen Ofen erkennen. Der Ofen weist keine Ähnlichkeit mit einem Ofen, den wir kennen, auf. Deswegen könnte es sein, dass wir einen neuen Ofen bekommen mit einer Funktion, wo man dann quasi einen Krug oben drauf stellt. Damit könnte man vielleicht diesen färben, verändern, formen oder vielleicht hat der Ofen auch eine ganz andere Funktion. Natürlich bleibt dies abzuwarten und es sind nur Spekulationen unsererseits. Was hältst du denn von dem Archäologie-Update? Schreib uns doch gerne einen Kommentar. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass du bis hierhin geschaut hast und Pillager out.